Halbzeit im G1 und damit hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von unserer kleinen Mini-Review-Serie im Snap-Black-Shorty-Format zum New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015. Wir beginnen heute mit Tag 9, wie gesagt. Ich möchte mich diesmal wieder wie beim letzten Mal auch schon ein bisschen auf die Turniermatches konzentrieren. Gehe die einführenden Tag Team Matches nur ganz kurz durch. Satoshi Kojima, Kushida, Ryusuke Taguchi und Yohei Komatsu besiegten Tomoaki Honma, Tiger Mask 4, Mascara Dorada und David Finlay. Das Wesentliche an dem Match, Kushida ist jetzt hier in den Tag Team Matches dabei, wertet für mich ein bisschen das Turnier noch auf, weil eben der Junior Heavyweight Champion auch noch jetzt ein bisschen Präsenz bekommt. Finde ich sehr schön, freue mich immer Kushida dort zu sehen, auch wenn es im Endeffekt nur in unbedeutsamen Tag-Team-Matches ist, aber lieber Kushida in so einem Match als gar kein Kushida. Der Bullet Club trat an gegen Michael Elgin und Jay White, Bullet Club in der Besetzung Takahashi und Cody Hall, nichts Besonderes an der Stelle. Ich betone immer wieder, die Young Lions hier liefern richtig gute Leistungen ab. So auch hier. Chaos in Form von Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii und Yoshihashi besiegten Hiroki Goto, Yuji Nagata und Captain New Japan. Das Wesentliche hier, Nakamura ist scheinbar wieder so weit fit, dass er auch diese Tag Team Matches wresteln kann. Ist für mich ein bisschen ein Zeichen, dass die weitere Turnierteilnahme gesichert ist. Gesetzt den Fall, die Verletzung verschlimmert sich nicht wieder. Toi, toi, toi. Yoshihashi holt hier, ich glaube, den zweiten oder dritten Mal in Folge den Sieg für sein Team. Vielleicht hat man für ihn da auch noch einen Hintergedanken für zukünftige Einsätze. Und das letzte Tag Team Match, Bullet Club in Form von Karl Anderson und Tama Tonga, holen den Sieg gegen die Kombination aus Katsuchika Okada und Gedo, nachdem Tama Tonga Gedo pinnen kann. Und das betone ich deswegen, weil Tama Tonga im Normalfall ja derjenige ist, der nie irgendwas gewinnt. Und gerade für den jungen Mann freut es mich ganz besonders. Er ist in meinen Augen komplett unterbewertet für die Leistung, die er bringt. Und ja, schön, dass er hier den Sieg holen darf. Den Bullet Club hier 2-0 in Führung bringt an dem Tag. Dann zu den eigentlichen Turniermatches. Es geht los mit Kota Ibushi gegen Hiroyoshi Tensan, was wahrscheinlich der größte Styles-Clash an dem Tag sein sollte. Tensan sichtlich angeschlagen nach dem fehlgegangenen Headbutt mit dem Pflaster auf der Stirn und wirkt einfach nur noch in Zeitlupe. Also dem geht's, glaube ich, nicht allzu gut im Moment. Ibushi halt als Flippy Ibushi normalerweise unterwegs, zieht hier deutlich die Handbremse an. Man merkt es wirklich, dass er mindestens zwei Gänge runterschaltet im Vergleich zu seinem normalen Stil. Tut ihm aber in meinen Augen richtig gut. Ich finde es sehr erfrischend, wenn Ibushi wirklich mal das Wrestlen anfängt. Und alles in allem war das Ganze ein Match, was man sich durchaus ganz gut angucken konnte. War überraschend unterhaltsam. Tensan wirkt halt wirklich nur noch seine Standard-Moves. Seine Mongolian-Drops, ein paar Kicks, sein Anaconda-Vice, der nicht ganz zum Sieg reicht, der Anaconda-Slam auch nicht. Letztendlich reicht es nicht für Tensan. Ibushi holt hier meiner Ansicht nach vollkommen richtig die Entscheidung, den Sieg nach einem mega safen Phoenix Splash. Also ich habe den Phoenix Splash selten so sauber und so sicher ausgeführt gesehen, wie hier von Kota Ibushi, der wirklich explizit darauf geachtet hat, Tensan nicht noch weiter zu schädigen. Daumen hoch dafür für ein ordentliches, solides Match. Katsuyori Shibata gegen Bad Luck Fale, der nächste Styles Clash grundsätzlich, aber da hat man schon damit rechnen können. Beide sind vom Stil her Hau-drauf-Typen und was ich erwartet habe, war ein Match, was nicht allzu lange geht, wie die meisten Shibata-Matches. Was allerdings körperlich sehr fordernd sein sollte für beide und genau das habe ich bekommen. Fale hier als deutlich größerer, schwererer Wrestler
in der dominanten Rolle. Shibata kämpft sich immer wieder raus, versucht immer wieder seinen Sleeper-Hold anzusetzen und wird immer wieder von Fali ausgekontert. Im Gegenzug versucht Fali die Grenade durchzuziehen, wird von Shibata gekontert. Also es geht schön hin und her im Großen und Ganzen. Gibt ein bisschen Gebrawle auch außerhalb. Am Schluss ist es so, dass Shibata im Ansatz ist zum Bad Luck Fall, also eine Art Razor's Edge. Ist noch ein bisschen am Rumzittern und Wackeln. Und in dem Moment, in dem Fale ihn hochwirft zum Bad Luck Fall, dreht sich Shibata in der Luft herum, landet auf dem Rücken von Fale, lockt den Sleeper Hold tief ein. Das Publikum komplett am Ausrasten vor Begeisterung. Er schafft's, Fale in die sitzende Position runter zu choken, nimmt Anlauf, Penalty Kick, 1, 2, 3 und vorbei. Super geiler Kampf für die Kürze der Zeit. Und wenn man bedenkt, dass hier Bad Luck Fale im Ring steht, der auch immer als sehr eingeschränkt klassifiziert wird, ein richtig, richtig schönes Ding. AJ Styles gegen Doc Gallows. Als nächstes habe ich auch relativ hohe Erwartungen gehabt, gerade weil AJ ja prinzipiell mit jedem Wrestler ein gutes Match worken kann. Und hat er auch hier wieder. Er ist im Endeffekt Kreise um Doc Gallows rumgewrestelt und hat den guten Doc zu einem sehr soliden Match gezogen. Für mich persönlich das dritte ordentliche Match von Doc Gallows im Turnier. Das mag so manch andere anders sehen, aber nach dem Big Man Clash gegen Fale oder auch dem super unterhaltsamen Comedy-Match gegen Toru Yano, finde ich, war das jetzt hier die dritte richtig ordentliche Leistung von Doc Gallows. Ich meine, da gehören auch immer zwei dazu. Das sollte man vielleicht nicht unterschätzen, den Jungen. Er ist natürlich wrestlerisch nicht auf einem Niveau wie ein AJ Styles oder ein Kota Ibushi oder ein Tanahashi oder ein Okada oder wie sie alle heißen. Aber er hat gewisse Stärken, die er hier auch in diesem Match super gut ausspielen kann. Geht auch hier wunderbar hin und her. Schauen beide unheimlich stark aus in dem Match. Finish ist der Bloody Sunday, den AJ ja von Prince David übernommen hat. Und er schafft es tatsächlich nach dem Bloody Sunday Doc Gallows zu pinnen, was ich sehr gut finde, weil du damit AJ noch mehr Varianz in seine Offensive gibst. Er kann seinen Gegner also mit dem Styles Clash besiegen, haben wir gesehen. Wir haben im Turnier auch schon gesehen, dass er jemanden submitted hat mit dem Calf Killer. Und jetzt hat er eben auch den Bloody Sunday im Repertoire als Finisher. Macht ihn etwas unberechenbarer. Finde ich gut. Und was ich ebenfalls gut finde, ist, dass die beiden eben nach dem Match, auch wenn sie zwei Heels sind, absolut kein böses Blut gegeneinander haben, sondern nochmal abklatschen, Bullet Club Geste zeigen und nicht ganz gemeinsam rausgehen, aber es gibt zumindest kein Beef. Die Verlierer verlassen die Hallen ja immer über den extra Ausgang, während der Sieger des Matches immer über die Mainstage raus darf. Finde ich sehr ordentlich gelöst, soweit. Makabe gegen Naito. Auch sehr interessant von der Ansetzung her. Lebt unheimlich vom neuen Naito-Gimmick. Ich habe auf die Uhr geguckt. Naito ist im Ring als erstes. Hoffe ich. Schon wieder so lange her, seit ich es geguckt habe. Und Makabe muss wirklich 3 Minuten warten, bis Naito so Stück für Stück für Stück seine Klamotten ablegt. Der Ref steht schon da, es ist komplett gelangweilt, hält dauernd Makabe zurück und irgendwann wird es ihm zu bunt und er läutet das Match einfach an. In dem Moment guckt Makabe ihn an, sagt, darf ich jetzt? Und dann geht die Action los. Super, super gut. Die beiden richtig schön am Kloppen. Typisches Makabe-Match. Und was großartig ist, ist, wie Naito seine Aktionen mittlerweile Stück für Stück umstellt. Er hat immer diese Phasen, wo er mega langsam wrestelt und dann kommt so ein kurzer Explosionsburst, wo er 2, 3 schnelle Aktionen zeigt und dann sofort wieder 3 Gänge zurückschaltet und diese Aktion wirken lässt. Und das macht seine Kämpfe aktuell so viel besser als noch vor ein paar Wochen oder Monaten. Er zeigt zum Beispiel, oder er will zeigen,
oder er deutet zumindest an, einen Dive nach außen auf Makabe, nimmt Anlauf. Makabe bereitet sich schon darauf vor, dass Naito angeflogen kommt. Und Naito macht eine Rolle im Ring, legt sich hin und ist am Relaxen. Super gut. Das Publikum springt megamäßig drauf an. Sie buhen ihn aus der Halle. Das ist der absolute Hammer. Finish ist ein Kampf auf dem Turnbuckle. Makabe setzt Naito auf dem Turnbuckle ab. Will den Spider-Suplex zeigen. Die beiden kämpfen ein bisschen um die Position. Makabe knallt Naito mit dem Kopf auf den Ringpfosten. Naito blutet danach. Zeigt den Spider-Suplex. Zeigt den Knee-Drop vom Seil hinterher. Und pinnt Naito, was ich als Entscheidung prinzipiell überraschend finde. Allerdings, ich sag mal so, nicht schlecht. Naito schadet die Niederlage nicht an der Stelle, finde ich. Alles in allem ein sehr starkes Match, das beste Match der Show. Der Main Event ist dann Hiroshi Tanahashi gegen Toru Yano. Tenzan im Main Event wäre furchtbar. Tanahashi gegen Toru Yano, nicht ganz furchtbar, ein typisches Toru Yano Comedy Match, ähnlich wie das Dominion Match vor ein paar Wochen, auch von der Dauer her sehr ähnlich, Viertelstunde ungefähr, die üblichen Comedy Spots halt, ne? Also Tanahashi ist natürlich der überlegene Athlet, Yano cheatet sich nach Möglichkeit zum Sieg, das Polster aus der Ringecke geht weg. Es gibt das Ausweichen vom Gegner. Tanahashi will einen High-Fly-Flow vom Top-Rope nach außen springen auf Yano. Yano sieht, dass er aufs Seil steigt. Krabbelt unter dem Ring weiter. Kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und Tanahashi steht aber schon da und fängt ihn praktisch mit einem Plancher ab. Sehr unterhaltsam gemacht alles. Yano möchte einen Stuhl einsetzen. Der Ringrichter sieht es, hält den Stuhl fest. Tanahashi packt einen Dragon Screw aus gegen Yano. Und weil Yano und der Ringrichter mit dem Stuhl verbunden sind, in Anführungszeichen, bekommen beide den Bump up. Also es war sehr unterhaltsam, alles in allem. Nicht innovativ, weil man alles irgendwo schon mal gesehen hat, aber ich meine, das ist halt ein Toru Yano-Match. Man kann es mögen oder eben nicht. Ich mag's. Und letztendlich holt sich Tanahashi den Sieg nach dem High Fly Flow standesgemäß und beendet damit eine richtig gute Show, die vom Papier her gar nicht so gut ausgeschaut hat, ehrlich gesagt. Aber letztendlich richtig gut gewirkt war und vor allen Dingen das Publikum war von vorne bis hinten voll dabei. Hatte wahnsinnig Spaß an der Show, haben wunderbar reagiert, haben die Jungs angefeuert und für mich eine sehr, sehr runde Veranstaltung. In Punkten würde ich hier 8,5 geben, weil es einfach von vorne bis hinten unterhaltsam war. Die Standings nach Tag 9 somit ganz vorne auf Platz 1 und alleine auf Platz 1 mittlerweile, Katsuyori Shibata. Danach Tetsuya Naito, Bad Luck Fale, Tanahashi, AJ, Kota Ibushi und Togi Makabe alle mit 6. Shibata hat 8 Punkte, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Und dann auf dem geteilten letzten Platz Tenzan, Doc Gallows, Toru Yano alle mit 2 Punkten. Und bei allen dreien würde es mich fast überraschen, wenn da noch mehr Punkte rauskommen sollten. Also gerade Gallows und Tenzan sehe ich irgendwie auch bei 2 verbleiben. Bei Yano würde ich fast noch sagen, vielleicht ist er derjenige von den dreien, der noch irgendwie einen zweiten Sieg einfahren kann, aber das war's dann auch schon. Jo, alles in allem, also wie gesagt, eine runde Show, hat Spaß gemacht. Mein Mini-Fazit nach der Hälfte des Climax, ja, das neue Konzept, die Shows aufzuteilen nach den beiden Blöcken, ist interessant. Ich weiß nicht, ob es langfristig aufgeht, weil die Shows generell halt nicht in ihrer Gänze so wahnsinnig stark waren wie in den letzten Jahren. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, 2013, 2014, auch die Jahre davor, haben bombastische Shows fabriziert und hier haben wir halt gute Shows, teilweise sehr gute Shows, aber eben nichts bisher in der ersten Hälfte, wo du sagst, das hier ist ein Must-See Show of the Year, besser als Wrestle Kingdom, keine Ahnung, Event.
Ja, aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Die erste Hälfte haben wir jetzt eben, wie gesagt, überstanden. Schauen wir mal, wie die zweite Hälfte weitergeht. Gerade die letzten 6 Tage werden ja dann sehr krass werden, wenn sie dann in die Korakuen Hall gehen und nach Tokio. Und ich denke, da wird dann auch nochmal die Handbremse etwas gelockert, nochmal ein bisschen mehr Vollgas gegeben und wahrscheinlich gibt es dann im schlimmsten Fall die ersten Ausfälle. Aber das wollen wir einfach mal nicht hoffen. Ich hoffe einfach, wir haben weiterhin ein schönes Turnier. Spaß macht's bisher. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende von meinem Shorty hier und verabschiede mich auch direkt schon wieder von euch. Wünsche euch noch viel Spaß beim Weitergucken im Climax. Viel Spaß im Wrestling Talk Radio. Wir hören uns. Bleibt anständig. Bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.